Meister Werner Schlager. Tocqueville biegt ein 1:2 gegen Robert Gardosch um und Mays gelingt dasselbe gegen Weltmeister Werner Schlager. Es bleibt dabei. Alan Benson ist trotzdem Außenseiter in der nächsten Partie, das muss man ganz klar so sagen. Er die Nummer 52 der Weltrangliste gegen die Nummer 13 im Ranking, Chen Weixing. Es gibt 7 direkte internationale Vergleiche zwischen den beiden und 6-mal hat Chen als Sieger den Tisch verlassen. Statistische Werte, die eine deutliche Sprache zu sprechen scheinen. Hoffnung macht den Dänen sicherlich die Psychologie, jetzt ein 0:2 egalisiert zu haben. Hoffnung kann den Dänen aber auch die Tatsache machen, dass Benson ausgerechnet, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, das allerletzte Aufeinandertreffen mit Chen Weixing gewonnen hat. In der laufenden Champions League Saison, in der Partie zwischen Zagreb, für das Team spielt der Däne, und Niederösterreich. Es hieß, ich habe das Spiel nicht sehen können, Chen sei da auch nicht ganz im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte gewesen. Sei es drum. Schauen wir, ob der Däne erneut in der Lage ist, dem weltbesten Abwehrer Paroli zu bieten. Hat lange Gerüchte gehört, dass Alan Benson seine internationale Karriere beenden will, möglicherweise schon vor Aarhus. Alles völliger Humbug, alles völliger Quatsch. Während lässt er sich schon nehmen, in seinem Heimatland ins Rennen um Medaillen zu gehen. Das heißt Medaillen, um eine Medaille mit der Mannschaft, um es mal konkret zu sagen, weil in den anderen Wettbewerben hat Benson da sicherlich keine Chance, um Edelmetall zu spielen. Aber das war vorher klar bei der Leistungsdichte. Dass es 5, 6, 7 Mannschaften gibt, die ernsthafte Chancen auf den Titel haben und dass Dänemark durchaus dazugehören würde. Standing Ovations nach jedem Punktgewinn jetzt von Alan Benson. 2:0 Start. Und zeigt jetzt vielleicht auch Chen Weixing mal Anzeichen von Nervosität. Oder bleibt er so cool, so gelassen, so überlegt, wie er sonst immer wirkt. Jetzt braucht er auf jeden Fall erstmal einen Kantenball, um überhaupt seine ersten Punkte in diesem Satz zu machen. Und einen Netzball hinterher. Und trotzdem macht Alan Benson den Punkt. Er hat das 3:2 gemacht im Achtelfinale gegen Polen nach 0:2 Rückstand gegen den eingebürgerten Chinesen Wang. Und er hat ebenfalls das 3:2 gemacht im gestrigen Match im Halbfinale gegen Rumänien, gegen Andrei Filimon. Benson ist ein Heißläufer, ich habe es vorhin gesagt, im Match gegen Schlager. Und auf dem Weg heiß zu laufen ist er im Moment auf alle Fälle. Anders Johansson im Hintergrund, den kennen Sie auch aus Deutschland, lange Physiotherapeut der deutschen Nationalmannschaft. Fungiert als Co-Trainer für die dänische Nationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft, also als Assistent von ihm, von Peter Sartz.
Sie alle stehen jetzt wie ein Mann hinter Alan Benson, der das Wunder von Aarhus perfekt machen soll. 8:1, unglaublicher Fehlstart für ihn, für Chen Weixing. Kriegt überhaupt gar keinen Boden an die Füße, der Austro-Chinese. Wird zumindest in diesem ersten Satz von dem Dänen überrollt. Wer jetzt so verrückt ist, auch mit der Rückhand, die nun wirklich nicht seine große Stärke ist, den Punkt machen zu wollen. 8 Satzbälle für den großen alten Tischtennismann Dänemarks, der so viele Rückschläge auch in seiner Karriere einstecken musste, der sich 2000 nicht für die Olympischen Spiele in Sydney qualifizierte, beim Qualifikationsturnier im griechischen Padras 4 Chancen nacheinander versiebte, 4 Endspiele sozusagen nacheinander verlor und das Ticket für Sydney verpasste. Er gewinnt den ersten Satz im alles entscheidenden 5. Einzel gegen den besten Abwehrer der Welt mit 11:2. Da muss man jetzt mal ein ganz, ganz deutliches Ausrufezeichen dahinter setzen. Ein Start, den ich nun wirklich nicht für möglich gehalten hätte. Chen Weixing im ersten Satz chancenlos. Hat sich der Abwehrer davon beeindrucken lassen. Ist gar nicht dazu gekommen, anzugreifen im ersten Durchgang, weil bei Benson wirklich auch jeder Schuss ein Treffer war sozusagen. Seine Vorhand-Topspins einfach alle saßen. In den zweiten Satz schon eher nach Chens Geschmack, 4:0. Bensons Heißlaufphase erstmal unterbrochen. Möglicherweise nur für ganz kurze Zeit. Denn die nächste Rückhand, die sitzt auch wieder. Volles Rohr durchgezogen. Zwei zu vier. Ja, das hat er schon geahnt, als der Ball seinen Schläger verließ. Du musst nachdenken, welcher Unterschied ist denn nun gerade drin? Was hat der Abwehrer gemacht? Agiert ja mit gefährlichen Schnittwechseln. Chen. 6:2. Benson mit einem Stop zum Erfolg kommen. Das ist natürlich extrem schwierig, weil in diesen Top- und Sidespins des Österreichers sehr, sehr viele Fehler drin ist. Den Ball da einfach nur abtropfen zu lassen. Der zweite Satz läuft exakt anders als der erste. Genau das Gegenteil. Klare 8:2 Führung jetzt für Chen
Weixing. Das Finale, das gleichzeitig wohl längste Spiel dieser Europameisterschaften in der Herrenmannschaft. Mittlerweile währt es schon 3 Stunden. Kein Wunder, enge Matches. 3 der 4 bisherigen Spiele gingen über 5 Sätze und dann noch ein Abwehrer dabei. Gegen ihn die Ballwechsel ja eh tendenziell länger, gegen Chen Weixing. Also zum Abschluss dieses Mannschaftswettbewerbs, da kommen die Tischtennisfreunde in ganz Europa, liebe Eurosport-Zuschauer, nochmal so richtig auf ihre Kosten. Da ist alles drin, Spannung, Athletik, Dramatik. Eine Mannschaft, die schon am Rande der Niederlage stand und nach wie vor die Chance hat, das Blatt zum Guten zu wenden. Fünf, neun aus der Sicht von Benson. Und 5 Satzbälle jetzt für Chen Weixing. Den ersten nutzt er mit einem tödlichen Netzroller, hat sich gut erholt von dem klaren Verlust des ersten Satzes. Das war ja eine richtige Klatsche, dieses 11:2. Benson, one game. Aber ehrlich gesagt, so konnte es eigentlich auch nicht weitergehen. Dazu hat dieser Austro-Chinese auch viel zu große Möglichkeiten. Und er hat im zweiten Satz ja auch wesentlich mehr gestört als im ersten. Wie so oft bei Chen Weixing geht er in den ersten Durchgang hinein und versucht erstmal mit seiner Abwehr zum Erfolg zu kommen. Und wenn er sieht, dass das überhaupt nicht funktioniert, dann ändert er seine Taktik ganz, ganz deutlich. Und nichts anderes hat der Österreicher jetzt im zweiten Durchgang getan. Also Benson so sicher, so exklusiv im Angriff im ersten Satz, dass Chen einfach was tun musste. Und das ist für Benson im Vergleich zum ersten Satz halt eine neue Situation. Die Fehlerquote steigt deutlich bei den Dänen. Und die Trefferquote bei Chen ebenso. 3-0. Alan Benson. Da
dass Chen sich da so ein bisschen umorientiert hatte und da hat er dann erst recht nochmal in die lange Vorhand gespielt. Natürlich auch wichtig für den Dänen, mal zu punkten, wenn der Österreicher angreift. Um nicht immer nur darauf angewiesen zu sein, selbst das Spiel machen zu müssen. Wenngleich das natürlich für Benson der Hauptschlüssel zum Erfolg ist. Vorhand Topspin-Fehler von Chen. Fehlstart in den dritten Satz wettgemacht für beide. Und da ist der Heißläufer wieder da, Alan Benson. Seit Jahren ein Paar und seit einigen Jahren noch verheiratet mit der kroatischen Nationalspielerin Eldiana Aganovic, die mittlerweile Eldiana Benson heißt. Den Namen ihres Mannes also angenommen hat. Dadurch auch unter anderem zu erklären, dass ein Däne bei einem kroatischen Club spielt, was nicht unbedingt selbstverständlich ist im Tischtennis. Beim Lados Zagreb, die in der Champions League eine, auch dank Benson, eine sehr, sehr gute Rolle spielen. In der Gruppe, in der Niederösterreich, also Schlager und Co. und der deutsche Meister und Pokalsieger Ochsenhausen sind, eine sehr, sehr große Chance haben, sich durchzusetzen und als eine von zwei Mannschaften ins Halbfinale einzuziehen. Wen hat dieser unglaubliche Kämpfer nicht schon alles geschlagen? Ich habe es eingangs erwähnt. Alan Benson genießt den Respekt der gesamten Szene, weil er auch seinen im Vergleich zu vielen, vielen anderen Spielern, die da oben mitmischen, bescheidenen spielerischen und technischen Möglichkeiten dank seines unbändigen Kampfgeistes immer wieder Siege macht, die man gar nicht für möglich hält. 8-8. Ja, Netzaufschlag. Schiedsrichter sagt das aber ganz laut. Es geht in die entscheidende Phase. In diesem dritten Durchgang. Und Alan Benson verlädt Chen Weixing förmlich mit diesem Vorhand-Topspin, dem er im letzten Moment die entscheidende Wendung gibt. Chen rechnet, sehen Sie, damit, dass der Ball in die Vorhand gespielt wird von Benson, aber er entscheidet sich im letzten Moment für die andere Seite. 9-9. Gleich der erste Satzball zu einer 2-1 Führung. Aber was 2-1 Satzführung zu bedeuten haben, das haben wir in diesem Match ja gesehen. Sogar 2-0 Satzführungen. Wie am Anfang die von Mays, die den Bach herunterging gegen Chen. Vielleicht macht es ein Landsmann, vielleicht macht es Alan Benson besser gegen den Abwehrer. Und ich bin mir sicher, sie werden ihn an ein Denkmal in Dänemark setzen, wenn es ihm tatsächlich gelingt, seine Mannschaft zum Europameisterschaftsgold zu fighten. 2-1 Satzführung. Und es sind auf einmal ganz umgekehrte, völlig andere Vorzeichen. Österreich
Nur noch einen Satz von der Goldmedaille entfernt, sowohl im Spiel Gardosch gegen Tocqueville als auch im Spiel Schlager gegen Mays. Und auf einmal braucht der Gastgeber, auf einmal braucht Dänemark nur noch einen einzigen Satzgewinn. Wow, ist das ein Thriller. Österreich droht jetzt statt der schon fast sicheren ersten Goldmedaille in der Herrenmannschaft in der EM-Geschichte einer der bittersten Tage überhaupt. Aber noch ist die Messe nicht gelesen. Da zucken sie alle zusammen, wenn Allen Benson die Vorhand verschlägt. Natürlich nicht nur wegen des Heimvorteils, auch weil die Dänen die Außenseiter waren, genießen sie natürlich die Unterstützung der meisten Zuschauer, nicht nur der dänischen Zuschauer, sondern auch die Deutschen, die in der Halle sind. Die anderen ausländischen Spieler, ich denke, fast alle werden die Daumen für den Gastgeber drücken. Von da natürlich ein ganz besonders schwerer Stand jetzt für Chen Weixing, aber der Abwehrspieler eigentlich erfahren genug, um mit einer solchen Situation umgehen zu können. Sehr gut durch den Stop an den Tisch herangeholt und dann direkt den Vorhandschwinger hinterhergesetzt von Allen Benson. Aarhus feiert und wähnt sich auf dem Weg zum Gold für Dänemark. Zeit angezeigt von Chen Weixing, nachdem Benson nur noch 6 Punkte zum Matchgewinn fehlen. Zwei Jahre nach dem Sensations-Europameister Weißrussland, die gewannen ja das Finale von Courmayeur gegen Deutschland mit 3:1. Bahnt sich eine nicht mehr für möglich gehaltene erneute Überraschung an. Denn Österreich war der Favorit gegen Gastgeber Dänemark. Dieser Rolle wurden die Österreicher auch lange Zeit gerecht. Vielleicht haben sie sich schon ein bisschen zu sicher gefühlt. Allmählich stehen sie mit dem Rücken zur Wand. Die Auszeit hat jetzt erstmal das gewünschte Ergebnis gebracht aus österreichischer Sicht. Zwei recht unkonzentrierte Bälle von Allen Benson, dessen Lauf erstmal kurzfristig gestoppt.
Genau das wollte Ferenc Kaschai ja mit der Auszeit erreichen, der österreichische Nationaltrainer. Aber selbst der Netzroller von Chen in diesem Ballwechsel kann Benson nichts anhaben. Nur noch 4 Punkte zum Gold für Dänemark. Und wieder wäre es nicht einer der Top-Favoriten, der Europameister wird. Und da waren es nur noch 3. Und das ganze Publikum steht, mit Ausnahme der wenigen österreichischen Fans. Und es sind nur noch 2 und Chen Weixing wird jetzt auch ein bisschen hektisch in seinen Angriffsaktionen. Und Allan Benson ist auf dem allerbesten Weg, das Wunder von Aarhus tatsächlich perfekt zu machen. 3 Stunden und 21 Minuten mittlerweile in dieser dramatischen Partie gespielt. Dänemark braucht nur noch 2 Pünktchen und jetzt ist es nur noch einer. 5 Matchbälle und es sind die 5 Championship Points für Allan Benson gegen den weltbesten Abwehrer, gegen Chen Weixing. Unglaublich, was die Dänen in dieser Partie geleistet haben. Wie sie sich nicht von einem 0:2 haben entmutigen lassen. Und Allan Benson wird zum König von Aarhus. 3 Mal 3:2 hat Dänemark gewonnen und 3 Mal hat Allan Benson das alles entscheidende 5. Match gewonnen. Im Herbst seiner Karriere mit 36 Jahren feiert der große alte Däne den absoluten Höhepunkt seiner Laufbahn. Überschwängliche dänische Freude. Finn Tugwell, er schaffte wieder mal die Wende. Der Dreier von Dänemark. Der Dreier von Dänemark schaffte wieder mal die Wende. Blieb ungeschlagen in diesem Turnier, schickte Michael Mays ins Rennen, der besiegte Weltmeisterschlager. Und er, Allan Benson, machte das Wunder von Aarhus tatsächlich perfekt. Sie haben es gerade gesehen, 16 Uhr am Freitag geht es weiter live bei Eurosport. Was für eine Partie, und da lohnt es sich doch beim nächsten Mal einzuschalten. Wieder mit mir. Ich bin René Adler. Ahoi, bis zum nächsten Mal.